freundliche Aufforderung, noch etwas zurückzugehen. Und jetzt geht's los. Hasek, der rechte Verteidiger, und abseits. Es ist kalt hier in Prag. Ich weiß nicht, wie das Wetter bei Ihnen zu Hause in Deutschland ist. Wir frieren hier jedenfalls ganz gehörig. Es weht ein sehr, sehr böiger, fast orkanartiger Wind. Und gegen eben diesen Wind müssen jetzt in der ersten Halbzeit die Deutschen ankämpfen. Hasek. Gute Aktion von Dietmar Jakobs gegen den Mittelstürmer, gegen Wiesek. Felix Magath gegen Berger. Andreas Brehme. Und der erste Eckstoß für die deutsche Mannschaft nach gut einer Minute. Andreas Brehme vom 1. FC Kaiserslautern. Er kann den Ball eigentlich sehr schön anschneiden. Völler, Rahn in der Mitte. Berthold, Felix Magath und Matthias Herget. Andreas Brehme gestört. Dietmar Jakobs, Karl-Heinz Förster. Auf ihre Defensivkräfte baut Franz Beckenbauer. Toni Schumacher, ein weiter Abschlag, sollte es werden. Vielleicht die beiden technisch besten Spieler gegeneinander. Felix Magath gegen Chalupka, die Nummer 8 bei den Roten. Kukuczka. Ein bisschen gedrückt von Flob. Und Freistoß für die deutsche Mannschaft. Die Tschechen beginnen offensiv, aggressiv, mit 3-4 Angreifern. Herget. Fiala. Wieder der Libero. Matthias Herget sehr weit vor. Hand. Matthias Herget. Es sieht fast so aus, als wenn Matthias Herget ein bisschen vor den beiden Vorstoppern, vor Karl-Heinz Förster und Dietmar Jakobs spielt. Karl-Heinz Förster kümmert sich jedenfalls, das können Sie jetzt nicht sehen, um die Nummer 9, um Grieger. Und Dietmar Jakobs deckt so ein bisschen den Raum ab. Wiesek mit der 11. Chalupka. Jan Berger. Hasek, der rechte Außenverteidiger. Und eine Möglichkeit, selbst einmal einen gelungenen Angriff starten.
schöner Seitenwechsel von Lothar Matthäus. Rudi Völler. Faire Aktion von Hajek, der Nummer 2. Litbarski. Herget. Lob. Uwe Rahn, faul. Foul von Griga. Matthäus. Und zum ersten Mal Wladimir Borovička, der Torhüter von Bohemien Prag. Alle Spieler der tschechoslowakischen Mannschaft übrigens aus Prager Clubs, 6 allein von Bohemien. Berthold. Gesperrt. Sie hören es vielleicht bei diesen Aktionen an der Geräuschkulisse. Es sind sehr, sehr viele deutsche Zuschauer hier im Stadion. 3.500 Karten sind in die Bundesrepublik verkauft worden. Und ich nehme an, etwa 1.000 bis 2.000 Fans aus der DDR sind hier mit Sicherheit auch im weiten Rund. Litbarski. Uwe Rahn in der Mitte, Rudi Völler und auch Dietmar Jakob. Völler und Berthold. 1:0. Da reißt es auch Franz Beckenbauer vom Sitz. Eine schöne Vorlage von Pierre Litbarski und ein sehr schöner, ein sehr platzierter Kopfball von Thomas Berthold, dem Frankfurter Verteidiger. Hier sehen wir es noch einmal. Völler kommt nicht dran, aber Berthold, und aus 5 Metern bleibt dann natürlich kaum eine Abwehrchance. Die Hacken getreten, wieder von Griga, und er wird jetzt auch ermahnt, ein bisschen ruhiger zur Sache zu gehen. Lothar Matthäus, von da kam vorhin der Freistoß. Die deutsche Mannschaft in diesen 7-8 Minuten der ersten Halbzeit sehr ruhig, sehr cool, auf Ballsicherung bedacht, man lässt die Tschechoslowaken laufen. Der Torschütze, Uwe Rahn. Lob. Nur dieses frühe Vorrungstor in der 7. Minute wird die deutsche Mannschaft hoffentlich nicht dazu verführen, den Gegner jetzt weniger ernst zu nehmen. Man muss weiter konzentriert zur Sache gehen. Es sind ja immerhin noch fast 82 Minuten. Magat, Völler. Jetzt hat er Platz. Muss warten, keiner ist mit. Pierre Litbarski. Matthias Herget, mit dessen Rolle die Tschechoslowaken offensichtlich im Moment nichts anzufangen wissen.
Er spielt vor der Deckung, praktisch im Mittelfeld. Berger. Janetschka. Ein kantiger Rechtsaußen. Und Einwurf für die deutsche Mannschaft. Thomas Berthold, über den ja in den letzten Wochen sehr viel geschrieben, sehr viel geredet wurde, der gegen Bulgarien eine Denkpause erhielt. Karl-Heinz Förster. Das war nicht gerade überlegt, aber er macht es wieder gut. Uwe Rahn. Andreas Brehme. Noch nicht im Aus. Völler. Uwe Rahn. Das hätte schon sein können, das 2:0. Glänzend reagiert von Borowiczka, der auf der Linie unheimlich stark ist, großartige Reflexe hat. Vielleicht sehen wir es noch einmal in der Zeitlupe. Janetschka. Hervorragend gemacht von Thomas Berthold, gut aufgepasst. Und er konnte den gewiss nicht langsamen Janetschka sogar noch überholen und die Situation retten. Karl-Heinz Förster, Litbarski, noch einmal der Vorstopper. Uwe Rahn, schießen. Und noch einmal. Uwe Rahn, der Mönchengladbacher, bisher 4 Länderspiele und 4 Tore. Jetzt hätte er diese Bilanz schon verbessern können. Zweimal scheitert er an Borowiczka. Ich glaube, die Tschechoslowaken sind sehr überrascht von der offensiven Spielweise der deutschen Mannschaft. Und sie sind natürlich nach diesem frühen 0:1 noch mehr verunsichert. Und natürlich dadurch auch, dass die deutschen Spieler sehr geschickt die Seiten wechseln, immer mal wieder ein anderer mit nach vorne stößt und darauf können sie sich zumindest im Moment noch nicht einrichten. Kralupka. Wiesek. Wieder Kralupka. Flup, Achtung! Den Mann darf man nicht frei zum Schuss kommen lassen. Der Mittelfeldspieler von Bohemien Prag. Matthias Herget. Für den sich zumindest im Moment noch keiner zuständig fühlt. Karl-Heinz Förster. Jakobs. Wieder der Stuttgarter. Janetschka. Lob. Herget, oh, Toni Schumacher. Das war knapp. Noch ist die Gefahr nicht vorbei. Aber jetzt. Da hat die deutsche Mannschaft sehr viel Glück gehabt. Lothar Matthäus.
Die erste Viertelstunde ist um. Die deutsche Mannschaft führt mit 1:0. Und die Partie ist sehr abwechslungsreich, sehr interessant. Es könnte eigentlich auch schon 3:1 für die deutsche Mannschaft heißen. Flug. Jakob. Litbarski. Eine der beiden nominellen Spitzen muss es allein machen. Gegen Prokesch. Es blieb ihm gar keine andere Wahl, als allein dann durchzuziehen, denn kein anderer war mitgelaufen. Prokesch, der Vorstopper. An ihm soll der Hamburger SV, ich sage soll, der Hamburger SV interessiert sein. Auch er von den Bohemien. Wieder Herget. Schöner Pass auf Rudi Völler. Vorbei an Kukuczka. Da wäre ein kurzer Rückpass auf zum Beispiel Matthias Herget sicherlich glücklicher gewesen. Berger, Uveran. Es geht hin und her, das Tempo ist immens hoch. So kann man nicht 90 Minuten spielen. Das gilt für beide Mannschaften. Vorsicht. Die Bänke der Ersatzspieler sind ein bisschen dicht an der Seitenlinie. Litbarski. Die Schützlinge von Teamchef Franz Beckenbauer und Horst Köppel agieren fast so, als sei dies hier ein Heimspiel. Sie machen das Spiel, obwohl Franz Beckenbauer vorher auch in der Pressebesprechung gesagt hatte, wir wollen erst mal sehen, was die Tschechen machen. Wir werden nicht agieren, sondern reagieren. Im Moment sieht es zumindest anders aus. Da hat Karl-Heinz Förster ein bisschen Glück gehabt. Er hatte sich verschätzt bei dieser Flanke. Schumacher. Herget. Wird immer sehr schön mit ins Aufbauspiel einbezogen. Noch immer hat sich keiner herangewagt, ihn ein bisschen enger zu markieren. Uveran. Matthäus. Herget. Und Borowiczka. Flo. Alle Spieler jetzt in der deutschen Hälfte. Das wäre eine Möglichkeit für einen Konter. Vielleicht jetzt. Rudi Völler und weit hinausgelaufen, aber gut gemacht von Borowiczka. Rahn überlässt für Bremen. Dietmar Jakobs. Jan Fiala. Wiesek. Er kann alles, aber er ist Stimmungen unterworfen. Und wenn er Lust hat, so heißt es, spielt er glänzend. Wenn er keine Lust hat, bräuchte man ihn am besten gar nicht erst aufzustellen. Unsicherheiten. Berthold. Bremer.
wie beim Eishockey, Befreiungsschlag. Das ist er, der Kaiserslauterer, der sich wieder in die Mannschaft hineingespielt hat. Achtung, Wiesek, kein Abseits! Die deutschen Spieler reklamieren zwar, aber der Treffer hätte ohne Zweifel gegolten. Sehr schön über die Deckung gehoben auf die Nummer 8, auf Chalupka. Es sieht so aus, als hätten die Tschechoslowaken den Schock des frühen 0:1 ein bisschen überwunden. Magat, Litbarski. Herrlich! Herrlich! Zwei Versuche hat er gehabt und der dritte saß. Auch hier die Zeitlupe. Sicherlich ein Fehler der tschechoslowakischen Abwehr, ihn so allein zum Schuss kommen zu lassen. Fiala löst sich zu spät und der Pass. 2:0 in der 22. Minute durch Pierre Litbarski. Gestern übrigens beim Training zur gleichen Zeit hier im Stadion hat die deutsche Mannschaft übrigens auch genau jenes Tor Schusstraining gemacht. Wenn man so will, hat sie sich für heute Nachmittag eingeschossen. Hajek. So etwas geht natürlich an die Moral. 2:0 nach 20 Minuten. Das ist fast aussichtslos, zumal in einem Heimspiel. Chalupka. Hajek. Sie hören die Anfeuerungsrufe, Deutschland, Deutschland und Zugabe. Aber ich glaube, mit dem 2:0 ist man auch schon zufrieden. Ein klasse Spiel bisher von der Mannschaft in Weiß und Schwarz, da gibt es überhaupt nichts zu deuteln. Es läuft prima. Andreas Brehme. Trainer Josef Masukus, der hier etwa 6-8 Meter vor mir auf der Bank sitzt, was kann er seinen Spielern jetzt sagen? Noch offensiver werden, noch mehr riskieren. Dann fängt man vielleicht das 3:0 und das käme dann schon fast einem Debakel gleich. Oh, wie ist das schön, wird jetzt schon gesungen. Das ist denn doch ein bisschen zu früh, nach 25 Minuten der ersten Halbzeit. Aber die Begeisterung hat sich diesmal vom Spielfeld auf die Ränge übertragen. Und das darf man ja auch sagen, es ist ja auch wirklich schön oder gut, was die Mannschaft im Moment bietet. Kukučka. Wiesek, der linke Außenverteidiger, ganz rechts, Jakob. Kein Abseits, Wiesek. Berger, Wiesek.
Jan Berger. Ja, das war ein Missverständnis. Pierre Littbarski deutete einen Steilpass an, blieb dann aber doch stehen und so ging der Ball ins Aus. Fiala, Hajek, ein Leichtgewicht, der rechte Verteidiger. Kein Abseits, das klappt im Moment noch nicht. Janetschka. Berger, Fußballer des Jahres 84 hier in der Tschechoslowakei. Und Freistoß. Nach dieser Attacke von Lothar Matthäus. Sieben CSSR-Spieler am Strafraum vor Toni Schumacher und Wiesek. Leichte Beute für den Kölner. Und jetzt drei Weiße gegen zwei Rote. Völler, Matthäus, Doppelpass. Sollte es werden. Doppelpass sollte es werden. Die zweite Ecke für die deutsche Mannschaft. Pierre Littbarski, der Torschütze zum 2:0. Lothar Matthäus, Littbarski. Herget. Felix Magath. Berthold. Typisch für das deutsche Spiel. Berthold jetzt auf dem Weg auf die linke Seite. Matthias Herget. Herget fast so etwas wie ein Libero, im Mittelfeld immer anspielbar. Flob gegen Magath. Magath, der Hamburger, kämpferisch stark, wie alle Mitspieler. Dietmar Jakobs. Und man spielt weiter nach vorne und das finde ich richtig. Man beginnt jetzt nicht schon nach einer knappen halben Stunde diesen Vorsprung über die Zeit zu bringen. Es läuft und warum soll man dann nicht so weiterspielen, wie man es bisher getan hat. Keine Anspielstation. Prokesch weiß nicht wohin. Janetschka. Strafraumnähe haben sie bisher noch keine allzu großen Ideen entwickelt. Sie warten einfach zu lange mit dem entscheidenden Pass, mit dem Schuss. Und die deutsche Abwehr kann sich dann formieren. Die Anspielstationen abdecken. Brehme.
Ja, also da hätte ich einen Freistoß gepfiffen. Andreas Brehme beschwert sich da, glaube ich, zu Recht. Für mich war er eindeutig gesperrt worden. Dann hat er aber gemeckert. Und jetzt geht's in die andere Richtung. Auch Franz Beckenbauer, hier unten ist er ein bisschen erbost. Etwas mehr als eine halbe Stunde jetzt gespielt, vor 35.000 Zuschauern im Rositzky-Stadion. Die deutsche Mannschaft führt mit 2:0 und sie hat diesen Vorsprung verdient. Und die Torschützen, um das auch denen noch zu sagen, die etwas später gekommen sind, Bertholz zum 1:0 in der 7. Minute durch einen sehr schönen Kopfball und in der 22. Minute Litbarski mit einem Prachtschuss. Und wenn man sonst immer sagt, sie haben noch nichts verpasst, ich muss Ihnen leider sagen, sie haben schon sehr viel verpasst in dieser ersten halben Stunde. Rudi Völler. Magat, Matthäus, Litbarski, Berthold, zu weit. Gut gedacht, aber etwas zu lang. Die deutsche Mannschaft eindeutig mit gekonnter Raumdeckung, ständig wird übernommen und übergeben, mit sehr viel Wirkung nach vorne, allerdings auch mit ganz kleinen Risiken im Defensivbereich. Man spürt, diese Mannschaft hat viel Selbstvertrauen und auch Mut zum Risiko. Karl-Heinz Förster gegen Grieger. Kukuczka, der linke Außenverteidiger. Kalubka. Wiesek. Hajek. Es läuft nicht viel zusammen bei den Gastgebern. Die Abstimmung unter den einzelnen Mannschaftsteilen ist zumindest bis zu diesem Augenblick mangelhaft. Das haben die DFB-Beobachter bei ihren Reisen in die Schweiz und nach Malta auch festgestellt. Jan Berger, der es wenigstens versucht, Linie in das Spiel seiner Mannschaft zu bringen. Wiesek. Kukuczka. Gegen Uwe Rahn. Mit der Hand gestoppt von Hajek. Das ist nun schon das dritte oder vierte Mal, dass Grieger seinen Einsatz übertreibt. Stanislav Grieger
23 Jahre alt, in seinem 9. Länderspiel von Sparta Prag. Dietmar Jakobs, Lothar Matthäus, Felix Magath. Jede Möglichkeit zum Schuss aus etwa 20 Metern wird genutzt. Matthäus, Völler. Der Bremer. Schöner Seitenwechsel auf Berthold. Leicht vorbei an Flug. Und Matthäus. Jawohl. Schulmäßig kann man da, glaube ich, sagen. Von links nach rechts. Von rechts nach links. Und dann Volley ins Netz. Hier sehen wir es noch einmal. Thomas Berthold, der Frankfurter. Und dann auf Lothar Matthäus. Wir schreiben die 37. Minute, 3:0 für die deutsche Mannschaft durch diesen herrlichen Schuss von Lothar Matthäus. Ja, also mit diesem Resultat konnte man wohl beileibe nicht rechnen. Die Devise von Franz Beckenbauer war ja gewesen, wir wollen hier nicht verlieren. Und wenn wir erstmal einen Unentschieden halten, dann können wir vielleicht auch etwas offensiver werden, um hier vielleicht doch zu gewinnen. Berthold. Eine Fußballdemonstration der deutschen Mannschaft. Ohne Frage. Littbarski. Eine Fußballdemonstration, wollte ich sagen, sowohl im taktischen Bereich, im kämpferischen, im spielerischen und auch im Abschluss. So viele Chancen waren es eigentlich gar nicht für die Schützlinge von Franz Beckenbauer, aber fast jeder zweite Schuss, der saß. Und jetzt bei diesem Spielstand kann man vielleicht auch ermessen, wie dieses 0:0 der Tschechoslowaken vor 10 Tagen auf Malta zustande gekommen ist. Mein Kollege Hans-Reinhard Scheu, der das Spiel der deutschen Mannschaft auf Malta gesehen hat, hat mir eben gerade gesagt, Malta war beim Heimspiel gegen die deutsche Mannschaft beim 3:2-Sieg sicherlich stärker als die CSSR heute. Aber auch da muss man sagen, 3 Tore innerhalb von etwas mehr als einer halben Stunde wollen erstmal geschossen werden, noch dazu auf des Gegners Platz. Dietmar Jakobs hat, glaube ich, noch kein einziges Kopfballduell verloren. Ein bisschen gezogen von Karl-Heinz Förster, ein bisschen gezogen, ein bisschen gezerrt. Jan Berger. Nicht schlecht gemacht. Karl-Heinz Förster liegt jetzt am Boden, deutet zur Auswechselbank. Die Betreuer der deutschen Mannschaft sind schon unterwegs. Es sieht so aus, als habe er sich ein bisschen das Knie verdreht. Vielleicht zeigen es die Kollegen des tschechoslowakischen Fernsehens jetzt gleich. Da liegt er, der blonde Stuttgarter. Das wäre natürlich schade, wenn jetzt das deutsche Mannschaftsgefüge, das bisher so glänzend harmoniert hat,
auseinandergerissen würde durch diese Verletzung. Karl-Heinz Förster, übrigens heute der Mann mit den meisten Länderspielen, wo Karl-Heinz Rummenigge nicht mitspielt, sein 67. heute. Er hat den Schuh ausgezogen. Es scheint wohl doch etwas ernster zu sein. Er zieht schon wieder an. Der Karl-Heinz Förster ist ein eisenharter Mann und er geht wirklich nur vom Feld, wenn es gar nicht mehr weitergeht. Also er macht weiter. Flup. War für mich ein bisschen gestrecktes Bein des Tschechoslowaken. Matthäus. Herget. Und Toni Schumacher. Der bisher eigentlich noch kein einziges Mal ernsthaft geprüft wurde. Aber das wird dem Kölner sicherlich recht sein bei diesem Spielstand. Förster. Herget. Dietmar Jakobs. Die deutsche Mannschaft lässt Ball und Gegner laufen. Hervorragend. Uwe Rahn. Andreas Brehme, Lothar Matthäus. Das ist bestimmt schon die 10. Station. Und Foul. Foul von Kukuczka an Uwe Rahn, der heute sein 5. Länderspiel bestreitet. Und die, die Sie da sehen, die haben die Freistoßvarianten geübt. Die 8 Matthäus, Litbarski, Herget und auch Andreas Brehme, der Mann, der wohl den härtesten Schuss hat. Aber vielleicht versucht es jetzt Herget mit einem Schlenzer. Mal sehen, welche Überraschung sie drauf haben. Herget. Jawohl! Wie im Training. Wie im Training. Jeder Schuss ein Treffer. Matthias Herget zum 4:0. Das ist ja fast schon nicht zu fassen. Über die 5-Mann-Mauer hinweg, genau in den Winkel. Der arme Boruszczyka, der kann einem schon fast ein bisschen leid tun. Aber so ist das häufiger. Wenn es läuft, dann läuft es richtig. Und die deutsche Mannschaft spielt nicht nur gut, sie kann es auch in Tore ummünzen. 4:0. In der 43. Minute durch Matthias Herget. Chalupka. Janečka. Nein, Kukuczka mit der 5. Erste Ecke für die CSSR in der 44. Minute beim Spielstand von 0:4. Wiesek. Brehme. Noch einmal Andreas Brehme und Abstoß. Die letzten Sekunden in dieser ersten Halbzeit, in dieser spektakulären ersten Halbzeit laufen. Vielleicht ein kleines Fazit, immerhin das 8. Spiel jetzt unter Teamchef Franz Beckenbauer. Und man kann wohl sagen, seine Handschrift ist spürbar. Er hat die Mannschaft geformt, er hat die richtigen Leute für diese Mannschaft gefunden und ihnen, wenn man so will, seinen Geist eingegeben. Zusammen mit Horst Köppel, das sollte man vielleicht nicht vergessen,
hervorragende Arbeit geleistet. Es wird vor allen Dingen, das ist heute besonders spürbar, wieder vorstellen, dass er im Verlaufe der zweiten Halbzeit dann doch noch einem derjenigen, die jetzt auf der Bank frieren, im Regen, eine Chance gibt, hier sich eventuell auch zu bewähren und vielleicht andere Spieler, die jetzt noch dabei sind, zu pausieren. Auch das sollte an dieser Stelle einmal gesagt werden. Ein äußerst faires Spiel zwischen diesen beiden Teams. Kein hässliches Foul bisher. Auch die Tschechoslowaken, die sicherlich enttäuscht sind, haben noch nicht dazwischen geschlagen, noch nicht zu unfairen Mitteln gegriffen. Und Herr Kinyu hat ein sehr, sehr leichtes Amt. Wisek mit der 15, der neue Mann. Kovanec und Berthold. Riskant, was Prokesch da macht. Und schon wieder Matthias Herget dicht hinter den eigenen Spitzen. Kovanec. Wisek. Balubka. Das ist zu eng. Die Abwehr ist zu vielbeinig. Schumacher. Kukuczka. Lothar Matthäus. Er muss seinen eigenen Torwart etwas besänftigen, der auf seine Vorderleute schimpft. Jetzt ja nicht leichtsinnig werden, überheblich werden und den guten, den glänzenden Eindruck der ersten 45 Minuten verwischen. Es hat übrigens angefangen zu regnen, gestern um die gleiche Zeit beim Training der deutschen Mannschaft hat es geschneit. Da war es noch um ein paar Grad kälter als heute. Janetschka. Und Rudi Völler. Schneller als Wisek. Und etwas zu lange mit dem Abspiel gezögert. Bei den Tschechoslowaken hat übrigens die Nummer 10, das ist Loop, den Platz verlassen. Es gab schon vor Beginn des Spiels einige Diskussionen, ob er überhaupt auflaufen sollte. Nun in der Pause hat Trainer Masopust die Konsequenzen gezogen. Litbarski wird festgehalten. Eigentlich die erste hässliche Situation in dieser Partie. Hasek, nur 1,66 Meter groß, ein Leichtgewicht. Der rechte Verteidiger wusste sich einfach nicht mehr zu helfen. Dieselbe Ausgangsposition wie beim 1:0 durch Berthold, nur von der anderen Seite. Litbarski, diesmal zu flach. Udo Lattek hat ja vor kurzem über den schlechten Rasen im Hamburger Volksparkstadion gemosert. Ich glaube, hier auf diesem Grün lässt sich einigermaßen oder auch sogar gut
kombinieren. Jetzt die deutsche Mannschaft übrigens auch mit dem starken Wind im Rücken. Berger, Fiala, der zum ersten Mal mit nach vorne geht, der seine Rolle als Libero ganz anders versteht als Matthias Herges. Das hätte man auch pfeifen können. Achte Station. Zehn. Kein Foul. Litbarski. Wiesek. Janetschka. Jan Berger. Uwe Rahn. Sehr schön. Ein bisschen zu hart. Vielleicht ist das auch ein bisschen auf den Regen zurückzuführen. Jetzt mit dem Wind im Rücken und einem etwas nassen Platz, da kann schon etwas mal daneben gehen. Bremer, Rahn, die deutsche Mannschaft lässt es jetzt doch ein bisschen langsamer angehen. Sie hat es ja auch wirklich nicht mehr nötig. Schließlich geht es ja zum Beispiel am Samstag mit einem vollen Programm in der Bundesliga weiter. Und es gibt ja einige Spieler, die in letzter Zeit sehr, sehr beansprucht wurden, zum Beispiel Lothar Matthäus, der Münchner Mittelfeldspieler. Oder auch Pierre Littberski, der am Donnerstag ja noch ein Punktspiel gegen Werder Bremen zu bestreiten hatte. Janetschka kommt nicht an Bremen vorbei. Rudi Völler. 20 Tore in der Bundesliga, vielleicht jetzt, nicht ganz. Schreiben wir ihm mal ein halbes Tor gut, denn Borowiczka war ja bereits geschlagen. Bremen. Ja, sie müssen sich jetzt erst an die veränderte Situation gewöhnen. In der ersten Halbzeit gegen den Wind. Und jetzt mit dem Wind im Rücken. Da muss man etwas vorsichtiger spielen. Wiesek. Geschoben, aber Herr Kinyu lässt weiterlaufen, Vorteil richtig entschieden. Herget.
Matthias Herget, sicherlich einer der auffälligsten Spieler im weißen Dress. Andreas Brehme, Felix Magath, da war er eben wieder, Matthias Herget. Ich wollte eben noch etwas über seine Rolle in dieser Partie sagen. Uwe Rahn. Ja, vielleicht bekommt er jetzt die gelbe Karte. Ja, ein Foul war es in jedem Fall nicht. Eine Schwalbe war es aber auch nicht. Ich glaube, so war die Entscheidung schon richtig. Es geht weiter mit der CSSR. Ein Satz noch zu Matthias Herget. Libero in den letzten Spielen heute so etwas wie freier Mann, ausgestattet mit allen Freiheiten im Deckungsbereich als auch im Mittelfeld. Und jetzt hat sich der Schiedsrichter an der Hand verletzt. Hier sehen Sie es am Daumen. Aber das ist sicherlich gleich behoben. Er hat Schmerzen, der Herr Kinyu. Ich konnte gar nicht sehen, wo er sich diese Verletzung zugezogen hat. Karl-Heinz Förster war vorhin angeschlagen und jetzt erst die zweite ernsthafte Blessur. So etwas gibt es ja selten. Wir haben es kürzlich in der Bundesrepublik gehabt, beim Spiel in Mannheim, wo sich Schiedsrichter Walz zum wiederholten Mal die Achillessehne riss. Drei, vier Betreuer bemühen sich jetzt um den Mann in Schwarz. Ja, einen Gips werden sie ihm ja wohl nicht noch anlegen. Kein Problem, es geht weiter. Riga, Janečka, Kovaneč. Dietmar Jakobs ist da auf Nummer sicher gegangen. Und die zweite Ecke für die CSSR. Griga. Brehme, sehr schön gemacht von Rudi Völler. Zu deutlich adressiert dieser Querpass von Lothar Matthäus. Wiesek. Und jetzt, Sie können es im Bild nicht sehen, Horst Köppel ist aufgestanden, ist zu Klaus Allofs gegangen. Es ist also in Kürze damit zu rechnen,
dass der Kölner Torjäger gemeinsam mit Rudi Völler an der Spitze der Torjäger in der Bundesliga hier noch zum Einsatz kommt. Er hatte ja mit seinem Einsatz von der ersten Minute an gerechnet, aber er wurde dann eben den technischen, den taktischen Zwängen geopfert. Und es war ja bestimmt nicht verkehrt, die Mannschaft so aufzustellen. Das Resultat spricht für sich. Andreas Brehme, Magat. Es sei noch einmal gesagt, 60 Minuten gespielt. Die deutsche Mannschaft führt mit 4:0. Natürlich hat die erste Halbzeit viel Kraft gekostet. Und es ist nicht verwunderlich, dass die deutschen Spieler es jetzt doch ein bisschen langsamer angehen lassen. Zu weit. Berger, Kukuczka, Hašek, Vorsicht. Janečka. Lothar Matthäus. Nun, das Publikum ist natürlich vom ersten Spielabschnitt reichlich verwöhnt. Thomas Berthold, Paul von Brehme, Freistoß. Tokesch. Immer wenn die Tschechoslowaken in Ballbesitz kommen, zieht sich die deutsche Mannschaft an die Mittellinie zurück, in die eigene Hälfte. Macht die Räume eng, wie es so schön im Fußballerdeutsch heißt. Janečka. Und die dritte Ecke für die CSSR. Janečka von Bohemians Prag in seinem 32. Länderspiel. Auf Grieger und Abstoß. Die Tschechoslowaken wechseln noch einmal aus. Zum zweiten Mal. Und sie bringen jetzt Zelensky mit der Nummer 12 für Chalupka, Pavel Chalupka. Im letzten Jahr wurde er an beiden Knien operiert. Zwei Meniskusoperationen innerhalb eines Jahres. Er ist noch nicht wieder in der Form, die ihn während der Weltmeisterschaft 82 in Spanien ausgezeichnet hat. Lothar Matthäus, Karl-Heinz Förster, noch einmal der Stuttgarter, Uwe Rahn, Matthäus schießen. Das ist das richtige Rezept. Das ist ja der neue Mann, Zelensky, technisch beschlagen, auch ein Mittelfeldspieler. Aber auch er wird natürlich die Wende hier und heute nicht mehr bringen.
Matthias Herget. Bei ihm besonders auffällig, dass er es sehr oft riskiert, den Ball auch einmal direkt zu spielen, nicht erst anzunehmen. Matthäus. Wie schon im Bulgarien-Spiel beim 4:1. Kämpferisch sehr, sehr stark. Wiesek. Zelensky. Kukuczka. Und Schumacher. Dankbare Flanken für einen Torhüter. In der richtigen Höhe. Früh zu erkennen, wo sie hingehen. Das macht richtig Spaß für den Toni. Uwaran. Brehme. Berger. Kovanec. Janečka. Ich glaube, es wird nicht mehr lange dauern und dann werden die ersten tschechoslowakischen Zuschauer hier das Stadion verlassen. Sie sind enttäuscht. Im nächsten Jahr feiert der Verband sein 80-jähriges Bestehen. Das Mitwirken bei der nächsten Weltmeisterschaft 86 in Mexiko ist in weite, weite Ferne, in unerreichbare Ferne für diese Mannschaft gerückt. Umso näher jetzt für die deutsche Mannschaft. Ich glaube, Litbarski wird auf Brehme vorlegen. Er darf noch einmal versuchen. Der Ball war noch nicht freigegeben. Litbarski und Brehme im zweiten Versuch. Oh! Genau auf Berthold. Aber es kann natürlich nun nicht alles hundertprozentig gelingen. Aber immerhin, man lässt sich mal etwas einfallen, haut nicht nur immer blind drauf oder flankt immer nur hoch rein, sondern hat auch die eine oder andere Variante drauf. Griga, Zelensky, Prokesch, sehr unsicher und die Chance für Litbarski. Ja, er ist ein bisschen festgehalten worden, sonst hätte er mehr draus gemacht. Aber beim 4:0, da kann man so etwas schon mal verschmerzen. Kovanec, Kukuczka und Förster. Und jetzt die Auswechslung, die ich Ihnen bereits vorhin ankündigte. 20 Minuten vor dem Ende. Nein, es geht erst noch weiter, aber Klaus Allofs wird in den nächsten Sekunden das Spielfeld betreten. Jetzt. Und hinaus. Im Moment gibt es noch etwas Unsicherheit, wer denn den Platz verlassen wird. Und Franz Beckenbauer hat angedeutet, zunächst einmal soll weitergespielt werden. Ja, jetzt ist ein bisschen Verwirrung. Die einen sagen, spiel erstmal weiter und die anderen sagen, komm, wir wechseln ein, aber jetzt geht es erstmal mit Ecke weiter. Kovanec und Herget. Zelensky
Förster. Und vielleicht wird es jetzt etwas. Jawohl, der Teamchef hat das Zeichen gegeben. Klaus Allof kommt. 1978 beim 4:3 Sieg übrigens, dem ersten Spiel unter Jupp Derwall, hat Klaus Allof hier auch sein erstes Länderspiel bestritten. Dort wurde er erst in der 88. Minute eingewechselt. Jetzt in der 70. Minute und hinaus geht Uwe Rahn, sicherlich nicht der Beweis dafür, dass irgendeiner mit ihm, mit seiner Leistung unzufrieden wäre. Nun, man will sicherlich Klaus Allof eine Bewährungschance geben. Viel Beifall auch für Uwe Rahn bei seinem Abgang jetzt in die Kabine. Abseits hat der Linienrichter angezeigt. Der erste Einsatz von Klaus Allof. Janetschka. Zielinski. Gut gemacht jetzt von Fiala, dem Kapitän der tschechischen Mannschaft, der Tschechoslowaken. Der sieht teilweise ganz gut aus, was sie da aufbauen, aber wenn es dann in Richtung Tor geht, wird es immer schwächer. Mal sehen, ob es Fialet Baski jetzt besser macht. Jawohl, nein! Ja, jetzt haben sie ein bisschen zu viel des Guten getan. Vielleicht hätte Fialet Baski selbst schießen sollen, aber er wollte vielleicht seinem Freund Rudi Völler auch einmal die Gelegenheit geben, ein Tor zu erzielen. Zweiter Holztreffer oder besser gesagt Aluminiumtreffer für die deutsche Mannschaft, immer noch 4:0. Aber jetzt ist doch wieder ein bisschen Leben auf die Ränge gekommen. Es war doch da ziemlich still geworden. Und sofort kommen auch wieder die Anfeuerungsrufe. Rudi Völler. Der Pierre Littbarski hat geguckt, für wen der Ball wohl bestimmt war. Dabei war er an ihn selbst adressiert. Zielinski. Förster. Allof. Viele technische Mängel auch bei den tschechoslowakischen Spielern. Immer wieder Fehler bei der Ballannahme. Und natürlich auch bei der Ballabgabe. Berthold. Mit einer eindrucksvollen Leistung. Prokesch. Zielinski. Und Ecke. 6:2 Ecken für die CSSR. Aber nach Toren eben 4:0 für Deutschland. Janetschka, der alle Ecken von links tritt. Schumacher verfehlt, hat Glück gehabt. Und Rudi Völler. Jetzt 1-1, das müsste er eigentlich schaffen. Gegen Kukuczka. Immerhin. Ich glaube auch nicht, dass er aufs Tor gezielt hat. Es war wohl mehr eine Flanke auf Pierre Littbarski, aber das kann natürlich auf vollem Lauf auch mal daneben gehen.
Herget, der sich jetzt etwas mehr zurückhält als in der ersten Hälfte. Und Freistoß. Noch eine Viertelstunde. Selenski. Wiesek. Janečka. Ganz rechts läuft Lothar Matthäus. Herrlicher Pass von Felix Magath, ein bisschen zu kurz. Aber so kann man natürlich eine Deckung aufreißen. Dazu gehören natürlich auch zwei. Einer, der bereit ist, in diese Lücke vorzustoßen, diese langen Wege zu gehen, und einer, der in der Lage ist, lange Pässe zu schlagen. Janečka. Ich glaube, das kann man schon fast hilflos nennen, was die Tschechoslowaken da vorführen. Es ist eigentlich immer nur eine Frage der Zeit, wann sie den Ball loswerden. Auch wenn es in diesem Fall durch ein Foul geschah. Berger. Ich glaube, Chovanec wird ausführen. Die Mauer wird noch ein bisschen zurückbeordert. Und jetzt Wiesek. Da hat nicht viel gefehlt. Einmal nicht hoch, sondern einmal tief unten an der Mauer vorbeigezielt. Für den Torhüter sicherlich noch schwerer zu erkennen als ein hoher Flugball. Hier sehen wir es noch einmal. Das waren Zentimeter. Jakobs ist da ausgerutscht. Janečka. Ja, es will ihnen einfach nichts gelingen, aber so wird auch Fußball gespielt. Sofort die Situation erkannt und ein weiterer Anwurf. Und wieder muss Hasek zu einem Foul greifen. Aber es ist sicherlich nicht so schlimm, wie es im ersten Moment aussieht. Lothar Matthäus behandelt sich da selbst, macht eine Brücke. Und jetzt wird gleich noch einmal ausgewechselt. Olaf Thon, der in wenigen Stunden 19 Jahre alt wird, bekommt ebenfalls noch eine Chance. Hier noch einmal die Situation von vorhin. Schumacher mit einer guten Parade. Andreas Brehme steht bereit. Zur Entfernung etwa 22 Meter. Und auch Klaus Allon. Magath, Völler, Rudi, Sprechchöre. Schön zurückgespielt auf Brehme. Und das war denn doch etwas zu weit. Das Spiel der deutschen Mannschaft im Moment nicht mehr so zwingend, nicht so elanvoll, nicht mehr so schnell wie im ersten Abschnitt. Ich sagte es schon, das Spiel hat natürlich sehr, sehr viel Kraft gekostet, diese vielen Positionswechsel, das dauernde Anrennen. Zwangsläufig
hat man jetzt im Spiel ohne Ball etwas nachgelassen und dadurch kommt der Gegner etwas besser zum Zug, aber am Spielstand von 4:0 an dieser klaren, an dieser sensationell klaren Führung ändert das natürlich nicht. Janečka, Wiesek und genau auf Schumacher. Und auch das gehört zum modernen Spiel. Abwurf, ein kurzer Pass und dann ein langer Pass und schon ist man vorm Tor des Gegners. Brehme. Er kann auch mit rechts. Andreas Brehme vom 1. FC Kaiserslautern mit links und mit rechts gleichermaßen stark. Förster. Das kann passieren. Auf dem jetzt glatten Boden ausgerutscht. Wiesek. Und der Schiedsrichter leitet einen neuen deutschen Angriff ein. Völler. Schießen. Und noch einmal. Jawohl. Was Völler nicht gelingt, das vollendet Klaus Allof. 5:0. 7 Minuten vor dem Ende. Wir schreiben die 83. Minute. 5:0 für die deutsche Fußballnationalmannschaft im WM-Qualifikationsspiel in der CSSR in Prag. Und jetzt wird zum zweiten Mal ausgewechselt. Olaf Thon kommt und Lothar Matthäus geht hinaus. Lothar Matthäus sicherlich der Spieler, der in den letzten Wochen am meisten Kräfte lassen musste. Da ist der Olaf Thon mit der 16 um 24 Uhr, also in gut 5 Stunden, wird er 19 Jahre alt. Heute, ich glaube, es ist sein 5. Länderspiel. Magath. Und man merkt richtig, wie in die Aktionen der deutschen Mannschaft noch einmal Spielfreude hineinkommt. Vielleicht will man sogar noch das halbe Dutzend voll machen. Wiesek. Grieger. Lässt Förster aussteigen. Ja. Das war natürlich Glück für Toni Schumacher. Die beste Möglichkeit der CSSR, selbst ein Tor zu erzielen. Nicht zu übersehen, in diesem Augenblick eine leichte Schwäche in der deutschen Abwehr. Aber das ist ganz natürlich, wenn man immer nur nach vorne spielt und immer nur nach vorne spielt, dann gibt es ab und zu auch mal eine Lücke. Ich weiß nicht, ob Sie es verstehen können. Hoch sollen Sie leben. Dreimal hoch. Auch die Fans haben sich etwas Neues einfallen lassen. Herget. Da ist der Frankfurter Berthold den schwersten Weg gegangen mit diesem Einwurf, denn mindestens 2 Spieler standen besser. Janečka. Und Herget. Jetzt hat das doch ein bisschen übertrieben. Er wollte nicht nur einen schönen Pass schlagen, sondern dem Gegner auch noch den Ball durch die Beine schieben.
Riga. Ja! Der Ehrentreffer. Die Nummer 9 war es, glaube ich. Stanislav Griga, wir sehen es noch einmal. Er springt in diesen Schuss von Kukuczka hinein. Und beinahe wäre Toni Schumacher sogar noch herangekommen. Immerhin 1:5, ich glaube, diesen Ehrentreffer haben sich die Tschechoslowaken auch verdient. Sie haben gekämpft. Sie haben sicherlich das Mögliche, was in ihren Kräften stand, getan. Aber es reichte eben nicht gegen diese außergewöhnlich gut disponierte deutsche Mannschaft. Vorher abgepfiffen. Das 1:5 in der 86. Minute sicherlich nicht mehr als ein Schönheitsfehler. Breme. Herget. Hier sehen Sie es noch einmal. Griga für die CSSR, Berthold, Litbarski, Matthäus, Herget und Klaus Allos, die Torschützen für die deutsche Nationalmannschaft. Litbarski. Die deutschen Spieler sind einfach schneller, sie sind einfach geschickter. Und manchmal sieht es so aus, als hätte man ein oder zwei mehr auf dem Feld. Andreas Breme. Karl-Heinz Förster. Berthold, da müsste einen Schuss riskieren. Ah, das war doch eine gute Position für ihn. Griga. Foul von Jakobs. Und auch in den letzten 2 Minuten wird nach vorne gespielt. Rudi Völler. Abseits kein Eckball. Janetschka. Und erneute Ecke für die Tschechoslowakei. Ich glaube, man kann schon ein kleines Fazit ziehen. Ein glanzvoller Sieg für die deutsche Fußballnationalmannschaft. Man kann eigentlich keine Abstriche machen. Das Einzige, was man berücksichtigen sollte, der Gegner war nicht von allererster Klasse. Siehe das 0:0. Auf Malta. Franz Beckenbauer hat eine Mannschaft mit Zukunft zusammengestellt, gezimmert. Seine Handschrift ist spürbar. Es wird sehr gut kombiniert, es wird nach vorne gespielt und es werden Tore geschossen. Das Durchschnittsalter liegt bei etwa 26 Jahren und vor kurzem hat der Teamchef gesagt, in 1-2 Jahren erst hat diese Mannschaft ihre volle Reife erreicht
Und das wäre ja genau die Fußballweltmeisterschaft 1986 in Mexiko. Und die findet, das kann man, glaube ich, nach diesen 90 Minuten sagen, mit dem Weltmeister von 1954 und 74 mit der Bundesrepublik Deutschland. Statt einer Mannschaft, die gekennzeichnet wird, zumindest heute von Mut, von Spielfreude und von Klasse und der